Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und heute ist Freitag, der 15. Februar, ein Tag nach Valentinstag. Ich hoffe, Sie waren fleißig. Wir haben 18:30 Uhr und hier und jetzt geht es um den DAX. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Ich möchte mit den Fibos anfangen. Nicht, dass Sie denken, die hängen hier irgendwo in der Luft. Die kommen von dem All-Time-High. Ich wollte das nur mal so darstellen, dass Sie wissen, woher die kommen. Da ist eins auffallend. Diese Linie hier ist das 38,2er Retracement von der gesamten Down-Bewegung vom All-Time-High runter bis zu 10.274. Das ist der hier. Die verbindet sich mit diesem Freund hier. Das ist der Downtrend, den wir haben von Mitte Juni letzten Jahres. Jetzt wird der eine oder andere das vielleicht ein bisschen anders ziehen. Das ist alles fein, alles in Ordnung. Ich würde da nie genau auf den Punkt gucken. Aber was interessant ist, die verbinden sich hier im Bereich 11.545. Hinzu kommt, dass wir hier in der Nähe von diesem Zwischenhoch sind. Das war auch bei 10.568 hier. Und dieser Punkt spielte schon im Oktober eine Rolle. Dann waren wir nochmal im November in der Nähe, sogar ein bisschen rüber, 10.700. Also dieser ganze Bereich zwischen 10.545 bis hoch bis zu 11.700 ist relativ dicht gesät mit Widerständen. Bei 11.733 sind wir also noch ein bisschen hier drüber, liegt auch das 50% Retracement von dieser Bewegung hier von Mitte Juni runter. Das ist bei 11.733. Also schwierig. Dieser ganze Bereich hier ist sehr, sehr schwierig. Zu den Bändern. Da muss ich Ihnen jetzt mal das Fadenkreuz reinmachen. Das sieht man selten. Ja, wir sind hier bei 10.947, das untere. Und das obere ist bei 11.380. Da sind wir also bei 450 Punkten. Das gilt für den DAX als sehr eng. Das heißt, ein Überschreiten von dem oberen Band würde einhergehen mit dem Überschreiten von dem Hoch der letzten 2 Wochen. Und dann haben wir halt nur noch diesen kleinen Weg bis zu 11.545. Das wäre die eine Möglichkeit. Ein Unterschreiten würde ziemlich sicher auch das Unterschreiten von hier der 10.812 bedeuten. Und dann haben wir den Platz nach unten. Die Technik hilft mir momentan relativ wenig weiter. Der Trendfolger ist, weil wir auch eine Seitwärtsphase haben, trendlos um die Nulllinie. Kann ich weder auf die traditionelle noch auf die moderne Sichtweise irgendwas mit anfangen. Dann haben wir den Oszillator. Der ist nach oben gerichtet. Ja, er gilt nicht als überkauft, aber ist leicht positiv. Und dann haben wir eine amerikanische Börse, die heute Abend ziemlich sicher die 8. Woche in Folge mit positiven Vorzeichen abschließen wird. Hinzu kommt, dass wir jetzt momentan einen Notstand haben in Amerika. Also ziemlich sicher wird es ja heute Abend, oder zumindest gibt der Präsident vor, heute Abend dieses, ich glaube, es nennt sich Notstandsprotokoll, zu unterschreiben. Ja, ich sage dazu gar nichts, aber mein Problem ist, ich kann das nicht werten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Film jetzt um 18:30 Uhr machen soll oder ob ich warten soll bis Sonntagabend. Aber ich habe mir gedacht, komm, was soll's? Ich mache den jetzt, weil die politischen Unruhen, die können Sie bis Sonntagabend selbst verfolgen. Es kann also sein, dass wir heute Abend hier auf einem Höchstkurs schließen, sowohl im Dow als auch im DAX. Denn grundsätzlich ist das hier ein Bullish Engulfing Pattern. Es ist aber auch ein sogenanntes White Marubozu. Das sind positive Kerzensignale. Wir ummanteln den gesamten vorangegangenen Tag. Der war negativ, der ist positiv. Wir gehen komplett von unten drüber und schließen drüber. Das ist grundsätzlich positiv. Aber ehrlich, wir können jetzt hier auf dem Tageshoch schließen und irgendwo machen die Demokraten was weiß ich was für Hürden rein oder die Republikaner wehren sich auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung, was da in den nächsten 48 Stunden passiert. Deswegen kann es sein, dass wir am Montag entweder mit einem Gap von 200 Punkten nach oben oder nach unten reinkommen. So richtig ernst nehmen kann man die ganze Geschichte momentan nicht. Ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich selbst habe nur klitzekleine Positionen, Long in Aktien und Short im Dow Jones. Aber das sind Positionen, die nenne ich in den Seminaren, Webinaren immer Schnüffelstücke. Ich will reinriechen. Aber was ich da rieche, das muss ich ehrlich sagen, das schmeckt mir so oder so nicht. Aber ich möchte hier nicht mit einer großen Position reingehen.
Ich gebe Ihnen ein paar Optionen an die Hand. In diesem Fall K.O.-Scheine. Und wir fangen mit dem Long an. Wenn Sie der Meinung sind, und nochmal, ich halte mich übers Wochenende raus, aber das kann man sich am Montag dann anschauen. Wenn Sie der Meinung sind, wir überbieten dieses Zwischenhoch hier bei rund 11.400 und schnappen uns den Bereich hier oben nochmal, muss man meines Erachtens nach gar nicht irgendwo hier unten irgendwelche Scheine suchen, sondern man kann und wahrscheinlich man sollte auch einen Schein nehmen, der hier unten drunter liegt. Ich habe den hier gefunden von Goldman, einen Open-End-Schein mit der Basis 10.791. Liegen wir also unter dem unteren Band, unter dem letzten Verlaufstief, hier unten drunter, ungefähr da. Der ist gedacht für den Fall, dass wir wirklich die 11.400 rausnehmen und dann mal ein bisschen hochzwitschern. Das ist die GA10-3F. GA10-3F. Jetzt gehen wir mal auf den Short. Mache ich hier schon mal Short rein. Ich habe das schon ungefähr ausgerechnet, was ich mir da für einen Hebel aussuchen würde. Auch hier, ich mache keine Position. Ich finde, ein Short muss hinter diesem Downtrend. Weil wenn wir das hier rausnehmen, dann schnüffeln wir da bestimmt mal dran. Hinter diesem Downtrend, hinter dem 50er Retracement liegen, so ein bisschen weiter hier oben. Und da finde ich diese Basis ganz interessant, 11.758. Das ist auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman Sachs. Das ist die GM7CNJ, 11.758. Man muss nicht immer dabei sein. Für mich sind hier keine Signale so deutlich, als dass ich sagen muss, das hat eine 60-40-Chance wenigstens. Für mich sind die Signale nicht deutlich und wenn sie für mich nicht deutlich sind, dann halte ich mich hier raus. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.